So, nochmal Videos von uns, von mir. Ich zeige euch jetzt wieder eine andere Mobilisation. Die würde ich eher fürs Krafttraining setzen, egal bei wem ihr jetzt mitmacht. Ihr beginnt wieder über die Seite zu gehen und den Arm nach oben und zieh dich über die Seite raus. Und jetzt kreist du mit dem Oberkörper zur anderen Seite und nimmst den Arm hier oben mit. Ziehst dich nochmal hier rüber. Ist tief. Ziehst dich zur anderen Seite und kreist dich wieder mit dem Rücken hier rum. Ziehst dich nach oben. Ziehst dich hier rüber. Kommst zurück, öffnest die Arme, ganz groß werden, nimmst beide Hände mal wieder auf die Oberschenkel, ziehst mal den Bauchnabel nach hinten, dann sind Schulterblätter zurück und lässt dich wieder fallen. Kommst wieder nach oben, auch das kennst du schon von mir, das hattest du schon im anderen Video, aber mach es immer wieder. Wiederholung ist alles. Einatmen, ausatmen, nach oben stützen. Das machst du noch zweimal. Das machst du wieder nach oben raus, drückst dich hoch und gehst jetzt nach oben. Jetzt nimmst du deine Hände aber hier zusammen und drückst mal den Handball fest zusammen, ziehst dich mal hier raus, bringst die Brust einmal nach vorne und jetzt gehst du so weit tief, wie dein Körper das erlaubt, aber du hältst den Arm oben. Löst jetzt die Hände und den Handrücken aneinander und holst dich wieder nach oben auf. Das hier ein paar Mal ranbringen, zurückziehen, Brust nach vorne, tief gehen, Hände unten und wieder aufholen, Stück für Stück. Hände zusammen, dann sagst du 3-4 Mal auf jeden Fall. Immer höher kommen und du merkst schon, dass dein Schultergürtel locker wird. Ein letztes Mal, Brust nach vorne, tief gehen und wenn du jetzt mehr kannst, streckst du auch die Beine. Die brauchst du auch gleich. Komm nach oben, sich rauf. Jetzt drehst du mal die Füße nach außen und setzt dich tief. Ich sage immer, typisches Brotbacken bei den Afrikanern und so. Versuch mal hier so eine Suppe zu rühren. Nimm mal deine Hände, bring die mal an die Fußspitzen und zieh die Brust nach vorne. Ellenbogen fest an den Außenkanten, nochmal fest drücken. Schieb den Po nach oben und streck die Beine. Und die Füße wieder auseinander und jetzt nimmst du die Arme einfach mal locker nach oben. Und tief, Füße gehen nach vorne und wieder auseinander nach oben. Wenn du schon mehr möchtest, streckst du die Beine hier etwas weiter. Merk mal, dass du ganz geschmeidig bist dabei. Ein letztes Mal. Und jetzt taumel mal so ein bisschen von rechts nach links. Hüfte, eine sehr schöne Öffnung. Wir lieben es alle, oder? Gerade die Spinning-Leute. Übrigens, Antje findet es ausbilden. Ein- und ausatmen. Beide Hände hier aufstützen, Füße schließen, langsam nach oben rollen, öffnen. Und wir sehen uns gleich wieder.